Ja, mein Name ist Efner Birgit. Ich arbeite bei der MTU Aero Engines, das ist Deutschlands führender Triebwerkhersteller und da in der Entwicklungskonstruktion für Triebwerke. In meiner täglichen Arbeit benutze ich den Space Explorer. Der ist für mich eigentlich so gut wie unverzichtbar. Ja, ich arbeite täglich mehrere Stunden am CAD, also teilweise 8-9 Stunden. Und da ist für mich ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz sehr wichtig. Man sitzt aufrecht am Computer, hat beide Hände in Bewegung. Man kann mit der Space Maus von 3Dconnexion die Solidkörper eigentlich in alle Himmelsrichtungen drehen, richtig dreidimensional verdrehen. Man kann zoomen, wegzoomen. Genauso gut kann ich den 2D benutzen mit heranzoomen, wegzoomen. Also für mich momentan in der Welt des CADs nicht mehr wegzudenken. Mein Name ist der Reinhard Reim. Ich arbeite bei der MTU Aero Engines und bin hier zuständig für die CAD-Datenverarbeitung. Wir setzen in unserer Firma an 650 CAD-Arbeitsplätzen Hardware von HP ein. Wir verwenden das Linux-Betriebssystem und unsere CAD-Anwender versorgen wir mit NX6 von der Firma Siemens I2. Und um unseren Anwendern die Arbeit mit CAD zu erleichtern, haben wir uns entschlossen, von der Firma 3Dconnexion die Space Maus zum Einsatz zu bringen. Neben der normalen Funktionalität der 3D-Maus zum Drehen von Solidkörpern besitzt sie auch die Funktionen, dass man Tastenbelegungen hinterlegen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei mir bei der Taste 1 und 2 hinterlegt, dass ich vom 3D ins Modeling, also vom Modeling in den 2D-Bereich switchen kann, indem dass ich nur die Taste 1 drücke jetzt zum Beispiel, dann hüpft er automatisch ins 2D, ohne dass ich umständlich über das Menü File switch auf die andere Seite, also sprich 2D oder 3D, umständlich über den Menüpfad das machen muss. Wir sind überzeugt davon, dass wir damit einen Produktivitätsgewinn in der Größenordnung von 15-20% erreichen.